Die verschärften Corona-Maßnahmen sind auch in Münster seit dem 2.11. in Kraft getreten. Aufgrund des Erreichens der zweiten Gefährdungsstufe im Raum Münster hat die Stadt eine Allgemeinverfügung veröffentlicht, die besagt, dass es nur noch einer Gruppe von maximal 5 Personen gestattet ist, sich in der Öffentlichkeit zu treffen. Auch das Bennohaus hat sich auf die verschärften Maßnahmen eingestellt. Die extra an Covid-19 angepasste Wegeführung im Haus wurde beibehalten. Doch aufgrund der aktuellen Situation fallen bis auf Weiteres alle Kultur- und Bildungsveranstaltungen aus. Ausgenommen ist nur der Klavierkurs. Das Haus bleibt jedoch für Praktikanten und Mitarbeiter geöffnet. Die Arbeitsräume wurden umgebaut, um die derzeitigen Regeln einhalten zu können. Alle Mitarbeiter und Praktikanten arbeiten im Schichtsystem mit Wechsel zwischen Präsenzzeit und Homeoffice. In der Öffentlichkeit können die Mitarbeiter und Praktikanten jedoch weiter zusammen im Team von bis zu 5 Personen arbeiten.